Pokémon, wo bist du? Oh ja, Dragosso. Ich fange dich, bevor du es merkst. Ich versteck mich. Ups. Ein Vampir, rettet mich! Pikachu! Oh nein, sie ist auch ein Vampir. Unglaublich. Vampir Mauzi. Was ist hier los? Ich muss abhauen. Puh, ich habe es geschafft. Was? Oh nein. Hab dich, Vampir. Keine Sorge, ich werde dich behandeln. Ich bin schließlich ein Poké-Doktor. Ich werde den PK vorbereiten. Für eine Operation braucht man ein Bad mit sauberem Wasser. Mehr. Als nächstes Handschuhe. Zu eng. Wer hat die erfunden? Eine Maske, eine Brille. Und schon bin ich bereit. Ich lasse den Pokéball im Wasser und fange an, Gelee herzustellen. Ich mische die Zutaten zusammen und fülle die Flüssigkeit in die Förmchen. Ich erhalte lustige Meeresbewohner. Ich lasse sie ins Wasser. Schwimmt! Ja, es klappt! Dragosso, du bist geheilt! Wasser ist das Schlimmste! Dragosso ist zurück! Toll! Oh, mir ist eine tolle Idee eingefallen. Hör zu, das klingt super. Lass uns den Pickup in ein Poké-Krankenhaus verwandeln. Oh ja, weiche Kissen für die Wände. Und überall süße Aufkleber. Je mehr, desto lustiger. In der Mitte wird ein Tisch stehen. Hier werden die Pokémon-Zaubertränke stehen. Das war's. Lass uns nach Pokémon in der Nähe suchen. Ups, das ist der Pikachu. Na und? Ich verstehe gar nichts mehr. Machen wir uns an die Arbeit. Dragosso, in die andere Richtung. Ich komme. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Ort ist. Aber ich sehe kein Pikachu. Es ist ein Pokéball. Mit Fledermausflügeln. Ich muss es fangen. Da ist es. Wir müssen schneller sein. Dragosso, hol es dir. Hab dich. Vampire. Ich hab Angst. Vampire sind gruselig. Ich mach das allein. Pikachu ist eingeschlafen. Das ist schön. Zum Krankenhaus. Pikachu, wir werden dich retten. Als erstes legst du die gruseligen Flügel ab. Fertig. Als nächstes die Reißzähne. Geschafft. Der Mantel kommt weg. Und jetzt können wir mit der OP beginnen. Das böse Vampirherz wird durch ein freundliches Pokémon-Herz ersetzt. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Der Puls ist weg. Oh nein, Pikachu! Bitte nicht! Leute, ich brauche eure Hilfe! Drückt den Like-Button, um Pikachu zu retten! Pika, du bist wieder da! Oh ja, wir haben es geschafft! Ich habe Werkzeug und Batterien. Ich kann anfangen, die Sirene zu reparieren. Hi, Batterien? Ich liebe sie. Was hat sie denn vor? Ein Snack. Nein, ich brauche die Batterien. Lass das lieber. Es ist so schwer zu widerstehen. Sie gehören mir. Ich fühle mich unwohl. Pikachu! Was soll das denn? Pikachu, sie braucht Hilfe! Was ist das? Was ist das für ein Geruch?
Oh, da könnte jemand eine Dusche gebrauchen. Ich habe eine Idee. Seifenblasen. Ganz viele Seifenblasen. Seifenblasen sind super. Es hat geklappt. Wir haben Pikachu sauber gemacht. Willst du auch? Komm nicht auf dumme Gedanken. Na schön. Nicht ein einziger Poke-Vampir in der Nähe. Hey, bleib wach. Das? Nein, doch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ich werde nachsehen. Wer ist da? Komm raus und kämpfe. Hey Ninja. Jemand hat ein Ei versteckt. Kümmere dich darum. Aber wie? Ich habe da einen Gedanken. Ah. Fast hätte ich es fallen lassen. Ein Buch mit Zaubersprüchen. Er stand hier irgendwo. Das Ei muss ausgebrütet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Chad, was machst du da? Wach auf! Oh! Ich habe das Handbuch gefunden. Hier steht alles drin. Schritt 1. Das Ei in die Badewanne legen. Mit Schleim bedecken und mit Glitzer bestreuen. Das Bad ist fertig. Schleim hinzugeben. Als nächstes Glitzer. Ich bin überall mit Glitzer bedeckt. Wahnsinn. Glitzer ins Wasser geben. Geschafft. Der letzte Schritt. Lege einen Edelstein neben das Ei. Wo sollen wir danach suchen? Ja, cool. So sieht die Blume des Reichtums aus. Ich kann spüren, dass sie nahe ist. Warte auf mich. Wir sind fast da. Hier ist sie. Ich sehe sie. Wir nehmen alles mit. Wow. Schnell zum Pickup. Ich hole die Edelsteine. Das kann ich auch. Ich hab einen. Das schaffe ich auch. Leg die Edelsteine ins Wasser. Wow. Das ist das Schönste, was wir je gesehen haben. Das war Anton auf dem Ei. Sieh doch mal. Anton braucht dringend eine Operation. Krankenschwester, Skalpell. Mal sehen, was wir hier haben. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Pinzette, ich werde Anton von den Schädlingen befreien. Alle sind raus. Nadel, ich muss sie nur noch zusammennähen. Tada! Super! Schlag ein! Ups! Was? Wie lecker! Nein! Ich muss ihn neutralisieren. Sie ist gesichert. Hey, aufwachen! Sie ist wach? Okay. Hey, Anton! Hör auf damit! Fang an! Vampyrus, Draculus, für immer Verschwindus! Hey, was ist denn? Hallo, ich bin Anton. Schön, dich kennenzulernen. Es hat geklappt. Oh, von dem Geschrei kriege ich noch Kopfschmerzen. Mauzi treibt sich hier herum. Lass ihn uns fangen. Ich habe ein Seil dabei. Da lang, links. Tragosso, da. Du bist gefangen. Wag es ja nicht, Vampir. Ich schätze, das wird ihm helfen. Lust auf mich? Was? Das ist Schleim. Du Betrüger. Es reicht. Du erschreckst mich. Es wird Zeit, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Endlich. Tragosso, hilf mit. Der Milchschleim sollte ihn heilen. Es klappt. Oh, das ist gar nicht mal so übel. Au, mein Kopf. Hi,
Geht's dir nicht gut? Warum bin ich gefesselt? Du hast mit einem Wollknäuel gespielt und dich verheddert. Oh, ich liebe es zu spielen. Das ist toll. Tragosso, wo ist dieses Pokémon hin? Tragosso! Was? Ups, ich hab nichts gemacht. Pika, wach auf! Tragosso, wie läuft's mit der Reparatur? Ich bin fast fertig. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Oh nein, Pikachu wird schwächer. Ich brauche einen neuen Pickup. Dieser hier sollte reichen. Kaufen! Warte hier drin, Patient. Ich muss die Ladefläche aufräumen. Ich bin ein Reinigungs-Jedi. Und das ist meine Rettungsmission. Puh, so ist's gut. Ich werde eine Matratze aufpusten. Die Matratze denkt, sie sei stärker als ich. Diese blöde Pumpe ist am Weichei. Oh, es gibt noch einen anderen Weg. Ja, es hat geklappt. Ich werde die Matratze mit einer Decke bedecken. Ich habe eine weiche Couch für meinen Patienten gemacht. Leg dich hin, Pika. Oh nein, eine Verletzung am Rücken. Reißt sich zusammen, Chad. Ach ja, richtig, mein Patient. Stimmt, der Erste-Hilfe-Kasten. Aber woher bekomme ich einen? Ich mache mich auf die Suche nach einem Schatz. Da ist mein Erste-Hilfe-Kasten. Hier muss ich graben. Puh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh, was ist das denn? Naja, mal sehen. Igitt. Oh ja, da ist er. Das Pokémon ist gerettet. Mal sehen. Pikazellin, Pika-Verbände. Ja. Doktor, wie sieht's aus? Deinem Baby geht es gut. Ich brauch das mal. Danke. Lass uns mal sehen, was in dir steckt, Pika. Was? Blitze? Das ist ja verrückt. Das habe ich noch nie gesehen. Hey! Ups, ich habe den Monitor vergessen. Was? Wer bist du? Ich bringe ihn gleich zurück. Doktor, wach auf! Da ist ein Dieb! Super! Gleich werden wir alles sehen. Oh, das ist das Geheimnis der Pokémon-Wissenschaft. Halb so wild. Ich kümmere mich um dich. Ich bin ein Pokémon-Doktor. Dann wollen wir dich mal behandeln, Pika. Ich habe Pika-Verbände. Dann verbinde ich dich mal. Du bist eine Pika-Mumie. Weiter geht's. Und los. Oh nein, mein Patient wurde gegrillt. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Oh, ich hab's. Da ist ein Mini-Pikachu drin. Und es kann auch gerettet werden. Da bist du ja. Bist du in Ordnung? Ab in die Badewanne. Hier ist eine Badebombe. Nur noch warten.
Pika, deine Druckkammer ist fertig. Es ist sehr gemütlich. Leg dich hin, Pika. Du wirst bald wieder gesund sein. Oh, das sieht gut aus. Es hat wohl funktioniert. Hey, Pika, du bist ja groß geworden. Oh nein, kritischer Zustand. Was jetzt? Ich hab's. Hi ihr Lieben, wollt ihr Pikachu retten? Dann lasst ganz viele Daumen nach oben da. Je mehr, desto gesünder wird Pikachu. Pika Pika! Pikachu, du bist wieder da. Ich hab dich gerettet. Sieh mal, ein Pokémon-Krankenhaus. Wir sollten eins eröffnen. Was für eine super Idee. Los! Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Sirene. Wir sollten sie anbringen. Nach rechts. Nein, nach links. Nein, mehr nach rechts. Weiter. So ist gut. Was ist los? Warum geht sie nicht? Die Batterie könnte leer sein. Nur eine Sekunde. Es wird gleich wieder funktionieren. Ja, gut gemacht, Pikachu. Oh nein. Ich lege alles zurück. Ich will nicht ins Gefängnis. Hier ist alles, was ich gestohlen habe. Ich ergebe mich. Bitte. Puh, das ist doch nur Gold. Gut, du kannst gehen. Bye bye. Was ist hier noch drin? Oh, der Kaugummi gehört mir. Ein Aufkleber für dich. Wie lecker. Oh, der Aufkleber gehört zu mir. Nettes Deko-Objekt. Stimmt, es gibt noch mehr davon. Hier, Aufkleber für dich. Und Kaugummi für mich. Chad, wo willst du hin? Vom Winde verweht. Ich dekoriere sein Pickup. So, sehr hübsch. Ah, Hilfe! Au, mein Kopf. Pika, ich bin wieder da. Schau mal, wie ich dein Pokémon-Krankenbaum dekoriert habe. Wow, das gefällt mir. Hi Ash, Pika, wo bist du? Komm sofort nach Hause. Okay, Zeit zum Tschüss sagen. Viel Glück mit dem Pokémon, Dr. Chad. Wünsch dir was, Anton. Alles Gute zum Geburtstag für mich. Oh, ich bin so einsam. Armer Anton. Ah, nicht so laut. Oh nein. Bibi Anton, du tust mir so leid. Damit kommst du nicht durch, du böse Palme. Ah, die Palme will sich rächen. Jetzt werden wir gleich sehen, was dir fehlt. Oh nein, eine Kopfverletzung. Durch einen Angriff der Kokosnuss. Was soll ich nur tun? Ich wünschte, jemand könnte mir einen Tipp geben. Eine Nachricht. Nimm ein Pflaster. Oh, stimmt. Ein Pflaster. Hey, habt ihr mir den Tipp gegeben? Vielen Dank. Hi. Oh, hi. Mein Kopf. Das ist für dich. Ja, aber erst setzt du einen Helm auf. Ein Helm für mich? Keine Kopfverletzungen mehr. Mein Kopf. Oh, sorry. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Danke. Mein armer Kopf. Hier ist dein Thermometer. Lass uns deine Temperatur messen. Gut. Mein Kopf. Oh, Vitamine. Perfekt für das Pokémon. Super. Hier. Her damit. Meine Vitamine. Was hast du mit mir gemacht? Schau! Was um alles in der Welt war das? Das waren keine Vitamine. Ganz ruhig. Ich werde dir helfen. Das haben wir gleich. Fertig. Ist es jetzt besser? Igitt, wie eklig. Schon fertig? Nein, wir haben gerade erst angefangen. Das war's. Fertig? Wirklich? Ich bin übersät wie ein Marienkäfer. Schau, was ich gefunden habe. Du hast viele Augen.
Damit kannst du die ganze Welt sehen. Was ist das? Immerhin bist du das auffälligste Pokémon. Du bist der schlechteste Pokémon-Doktor aller Zeiten. Was ist das? So wie es aussieht, hat Lumanda den Verstand verloren. Sieh ihm in die Augen. Er sollte sich so schnell wie möglich beruhigen. Steig ins Auto. Aber nicht auslippen, bitte. Gut gemacht, Anton. Hey, lass mich raus. Du. Halt, nicht doch. Was? Ein Mini-Glumanda? Mein Baby. Das war's also. Wie süß. Ich habe auch ein Mini-Pokémon. Es ist an der Zeit, den Innenraum meines Pickups zu dekorieren. Anton, magst du dieses weiche Lenkrad? Oh ja. Ich schlage vor, Glumanda einen Beruhigungstee zu geben. Nein, wir brauchen mehr Tee. Tee. Lecker. Gut gemacht. Ein entspannendes Bad für Glumanda. Vergiss die Augenpads nicht. Und eine sanfte Massage. Das tut doch gut. Hey, fühlst du dich gut? Super, du hast mir geholfen, mich zu entspannen. Oh nein, mein Kopf. Nein, noch ein Feuerball. Pass auf. Wow, wie schön. Mein armer Kopf. Dieses Feuerwerk ist so toll. Danke. Danke, Leute. Bye. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Meine Pokémon-Ambulanz ist spitze. Oh, wer schreibt mir da? Wow, so viele dankbare Pokémon. Das habe ich doch gerne gemacht, Leute. Oh, meine Schicht ist gerade zu Ende. Ich muss los. Pikachu, ich wähle dich. Pikachu, zeig es ihm. Mein Pokémon ist stärker. Los, Sneebel. Pikachu, du bist verletzt. Nein. Ich werde dich retten. Wo ist die Sauerstoffmaske? Ich hab sie. Atme. Oh nein. Deine Ladung geht zur Neige. Was soll ich tun? Nur noch 10 Minuten. Dann ist die Batterie leer. Das werde ich nicht zulassen. Ich fülle die Badewanne mit Eiern. Ich bin sicher, dass du es lieben wirst. Das letzte Eigelb und die Badewanne ist fertig. Pikachu, los! Wow, was ist denn hier los? Ist das ein Pika-Ei? Schön, gleich hole ich mein Pokémon da raus. Ich klopfe ein bisschen hier und hier. Oh ja, es kommt raus. Pikachu, ich bin so froh, dich zu sehen. Fühlst du dich nicht gut? Nein? Oh je, wir stecken in Schwierigkeiten. Dein Akku wird jeden Moment leer sein. Ich werde versuchen, ihn herauszuholen. Das wird schon. Pikachu, es geht los. Der Ladestand geht hoch. Ich hab's geschafft. Ich muss den Akku so schnell wie möglich wieder einsetzen. Wir müssen uns beeilen. Das war's. Ein Pflaster. Ja, ich hab es geschafft. Pikachu. Oh nein, verlass mich nicht. Ich flehe dich an. Was ist das? Pikachu, nein. Ich werde nicht aufgeben. Los. Pikachu, du bist am Leben. Es hat geklappt. Pikachu, ich bin so froh. Autsch, Pikachu. Das war ein bisschen viel.
Das wollte ich nicht. Pikachu. Ich muss los. Pikachu ist zurück. Was für ein Glück. Pikachu, ich werde der beste Pokémon-Trainer sein. Upsi. Mein Kopf. Mach das nie wieder. Was? Pika, Pika, Pika. Oh, armer Anton. Er braucht Hilfe. Antons Herzschlag ist weg. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Elektrische Ladung. Lass mich nicht im Stich. Ja, du hast es geschafft. Pika, Pika. Du hast eine Menge durchgemacht. Ich habe die Pfote genäht. Sehr schön, Pikachu. Was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Werkzeug? Ich werde versuchen, das ganze Chaos aufzuräumen. Ich helfe dir. Abtupfen. Oh, wie süß. Pikachu, was? Das ist lecker. Willst du was? Geh woanders essen. Luftblasen aus Fimo. Coole Sache. Ich bin mit Luftblasen bedeckt. Das hast du davon. Ich werde den leeren Raum mit einer Luftblase füllen. Und schon ist Anton fertig. Ich muss ihn nur noch zusammennähen. Wir haben ein Pokémon gerettet. Ja! Anton, wir sind noch nicht fertig. Wir werden dich hübsch machen. Wo sollen wir anfangen? Bei den Haaren. Eine Frisur vom Profi. Ein Lockenstab reicht aus, wenn du mich fragst. Lass uns dichte Wimpern hinzufügen. Toll! Oh, was ist das denn? Diese Haare müssen weg. Wachsstreifen, aufwärmen und los geht's. Hier, sieh dich an. Ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Yay, ich habe einen wahren Freund. Bitte sei nett zu einem hungrigen Pokémon. Das ist sehr großzügig von dir, danke. Leicht verdientes Geld. Das behalte ich. Das sind aber meine Münzen. Gib sie zurück. Was? Ein Pokémon in Schwierigkeiten? Keine Bewegung. Wir müssen helfen. Geht es dir gut? Mir ist schlecht. Armes Lumanda. Schnell. Wir bringen ihn ins Krankenhaus. Lumanda, wir lassen ein beruhigendes Bad für dich ein. Du wirst von dieser Seife besessen sein. Wir schneiden sie in Würfel, damit sie sich im Wasser schneller auflöst. Ich will auch mal. Mehr Seife bedeutet mehr Schaum. Wir können es ja etwas beschleunigen. Seife raspeln. Kanonenkugel! Wow. Das Bad ist fertig. Wo ist Lumanda? Dein Bad wartet. Wir schrubben dich gründlich mit einem Luffer. Es hat geklappt. Gib mir 5. Ich werde dich gleich hübsch aussehen lassen. Magst du Schönheitssalons? Ich bin verrückt nach ihnen. Sollen wir mit dem Make-up anfangen? Volle Wimpern bringen deine Augenfarbe zum Strahlen. Als nächstes sind die Lippen dran. Sieh mal, wie voll sie sind. Schön. Wie kann ich dich nur wieder zum Leben erwecken? Nichts funktioniert. Klar, ein Kuss ist ein gutes Mittel. Und los. Oh nein, dieser Kuss muss von mir sein. Pikachu, misch dich nicht ein, sonst schicke ich dich in deinen Pokéball. Das wird nichts.
Lumanda! Hä? Du hast mich gerettet! Wow, willst du mein Pokémon sein? Auf gar keinen Fall. Ich bin schon vergeben. Hey du, lass uns mal sehen, wer stärker ist. Ich bin bereit für einen Kampf. Autsch, au, was für ein Kampf. Lumanda, Pikachu. Du hast mich fast mit einem Blitz getroffen. Ich frag mich, wer wohl gewinnen wird. Popcorn kann nicht schaden. Wasser. Kein Problem. Wasser mit einem Energieschub. Oh nein, zu viel Energie für ein einziges Pokémon. Es reicht. Pikachu, geh in den Pokéball. Das ist schon viel besser. Als nächstes, Lumanda, du kommst in den Pokéball.